Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tierisch. Heute haben wir Kaninchen im Gepäck. Was gibt es denn bei Kaninchen so zu beachten? Gut, bei Kaninchen ist es halt so, Gruppenhaltung ist ganz wichtig. Es sind keine Einzeltiere, die müssen in Gruppen gehalten werden. Das ist ganz wichtig. Oft wünscht sich ein Kind ja zum 5. Geburtstag ein Kaninchen. Ist es dann das Richtige? Nein, Kaninchen sind Fluchttiere. Das heißt, wenn sie gejagt werden, flüchten sie. Das ist in der Wildbahn genau das Gleiche. Eigentlich keine Kuscheltiere, klar, wenn man sich wirklich beschäftigt, aber das müssten schon wirklich sehr, sehr ruhigere Kinder sein, weil jagen oder sowas, weil die Kinder wollen halt die Hasen dann haben und schmusen und das ist Stress, das ist sehr viel Stress und das kann natürlich auch schlecht enden für ein Kaninchen, weil die das einfach nicht gewohnt sind. Gibt es denn bei der Nahrung etwas zu beachten? Also wir füttern hier Grünes, also Karotten, Gurken, Salat, Fenchel. Und im Sommer gibt es natürlich Löwenzahn, Kräuter, Haselnusszweige und was die Natur so bietet, was sie natürlich essen dürfen. Wenn ich ein Kaninchen adoptieren möchte, liefert ihr dann gleich den Käfig mit? Nein. Die müssen uns natürlich auch vorweisen, also entweder machen wir Vorkontrollen, das heißt, wir schauen uns das an, wie das aussieht. Weil viele halten sie halt im Käfig und das wollen wir nicht. Oder die bringen uns Bilder mit, wie sie ihre Hasen halten und daraufhin schließen wir dann, ob die ein Kaninchen kriegen oder nicht. Welche Kosten fallen denn an, wenn ich ein Kaninchen adoptieren möchte? Also wir haben eine Schutzgebühr beim Bock, die sind kastriert. Die kosten 35 Euro und die Häsin kostet 20 Euro. Alles klar, wenn Sie jetzt Interesse an Kaninchen haben, dann melden Sie sich einfach im Tierheim in Donsdorf oder auf der unten eingeblendeten Internetadresse. Das war's von uns heute. Nächste Woche geht es tierisch weiter. Wir freuen uns. Bis dann.